Jo. Zeit für Gäste? So ist es. Ladies and Gentlemen, wenn man die Karrieren dieser beiden Männer zusammenzählt, sind sie seit weit über 50 Jahren erfolgreich. Hier sind von den Fantastischen Vier Michi Beck und Smudo. Was denn? Alles klar da drüben? Alles klar da drüben. Michael! Servus, Bruder! Hallo! Ja, ich muss sagen, ich bin nicht nur ein großer Fan von den Fantastischen Vier, sondern auch ein großer Fan von euren Interviews und habe in einem Interview gelesen und dachte mir, wie weit muss man eigentlich kommen, dass man das erzählen darf? Was denn? Dass man wirklich öffentlich damit hausieren geht, dass man 1992 war es, glaube ich, LSD im Hosenbund auf die Philippinen geschmuggelt hat. Das habe ich nie gemacht. Verjährt. Heute schmuggeln wir LSD im Kummerbund. Aber es ist true story. Du und Thomas waren es, glaube ich, ne? Du und Thomas D. Es war ganz wenig. Ja. Man also, ich mein, echt, also sehr kleine Halluzinationen hat man nur bekommen. Selbst für philippinische Verhältnisse sehr, sehr wenig. Ja. Okay. Aber das Ding ist, ihr seid dann wirklich dahin gefahren. Über Silvester war es, glaube ich, ist die Story, ne? Ja. Und habt das, ist das unangenehm, wenn wir darüber reden? Warum erzählst du das? Das haben wir doch aus dem Aber du hast es doch schon woanders erzählt. Es ist man muss dazu sagen, auch, Spiegel Online erzählst du es und hier im Ziel. Ja, wenn man sowas gelesen sieht, auf schwarz auf weiß, wirkt das anders. Ist auch ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist immer so ein Unterschied. So für Presseinterviews, da sagst aber du alles. Aber es ist doch ein hervorragender Song daraus entstanden. Nicht nur einer. Ja. Nicht nur einer. Das hat sehr lange nachgeführt. Das klingt aber also, so, als wenn alles auf worüber, nein, also nein, meine, aber du stößt doch da eine andere Tür auf. Ja, und auch eine das, Welt. Darum geht's doch beim LSD. Die Bundesrepublik ist noch nicht so weit für so eine Debatte. Nee. Ja. Nee? Na gut. Okay. Für so gut. Eine Platte? Was ist denn nun, also dann... Tag am Meer ist da damals entstanden, das kann man vielleicht nur mal sagen. Und ich fand es tatsächlich eine Wahnsinns-Story, weil ich dachte, wie geil ist das denn, dass man das so öffentlich kundtut. Hab aber dann auch tatsächlich mich so an alte Zeiten erinnert, weil eigentlich muss man ja sagen, dass die da... Ja, euer auch auf LSD geschrieben. Eigentlich ja der Song, dem ihr alles zu verdanken habt, aber das ist der einzige Song, von dem ihr sagt, den würdet ihr gerne rückgängig machen. Die vier Pfeifen wieder. Also ja, wir haben ihn eine Zeit lang nicht gesungen, aber jetzt spielen wir ihn eigentlich. Jetzt spielen wir ihn wieder. Nee, also vielleicht kann ich es kurz zusammenfassen. Wir haben es lange nicht gespielt. Dann wurden wir aber, und das kommt gelegentlich vor, zu einem Privatkonzert eingeladen. Mit großen Mengen Drogen wurden wir überredet. Naja, und da haben wir dann, und da war der Wunsch, und wir dachten, das ist doch Quatsch, aber es wurde dann so lustig und privat und feuchtfröhlich, und haben wir ihn geschmettert, und dann fanden wir das so schön, und dann seitdem haben wir ihn aber auch an, als ob der so von 1890 ist. Ja, eigentlich auch gefühlt. Ihr seid wieder dabei, The Voice of Germany. Jawohl! Jawohl, da seid ihr voll im Thema, ihr seid nämlich schon mittendrin, ne? Es ist unsere zweite Staffel. Es ist die zweite Staffel, wir sind zur zweiten Staffel geladen, haben die letzte gewonnen, und wir spekulieren jetzt schon auf Hattrick. Das ist eine klare Ansage. Diesen Donnerstag geht's los, 20:15 Uhr. Ja. Und ab dann auf ProSieben natürlich und ab dann wöchentlich wieder. Es gibt viel zu lachen. Wir haben jetzt ja Herrn Andreas Burani ist dabei. Andreas Burani dabei. Genau das. Ist das denn? Nein, es ist tatsächlich so, wie ich es gesagt habe. Ja. Okay, dann mal eine andere Frage noch. Nee, also ich wollte, ich wollte sagen, Andreas Burani ist dabei. Wir hatten ja vorhin den Finn Samu Habe, der wirklich witzig ist. Aber man muss auch sagen, dass es ein bisschen am Vokabular gemangelt hat. Okay, sag mal, habt ihr Geld, also nicht jetzt grundsätzlich, sondern habt ihr heute Geld mit? Geld? Natürlich. Ja, habt ihr Geld mit? Ich habe auch Geld mit. Eine Menge Geld. Denn wir spielen gleich das Duell um die Geld. Wenn ihr noch mehr Videos von Zirkus Halligalli sehen wollt, abonniert unseren Kanal. Für mehr Videos klickt einfach hier oder hier. Oder hier. Sabine? Was? Wir machen hier gerade was fürs Internet. Hau mal ab, bitte. Sabine? Hau ab, bitte. Bleib ganz ruhig stehen, Sabine. Dann fällt es nicht auf. Ganz ruhig, Sabine. Beweg dich nicht. Sag mal, hast du was an Ohren?